So, Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FTL. Unser Schiff ist vollkommen gewartet und wir können zum nächsten Sektor springen. Was wir auch ganz knapp von den Rebellen gemacht. Aber wir helfen den Zivilschiff natürlich. Crew-Teleporter haben sie nicht, ne. In dem Fall. Gehen wir auf die. Ich kann mich nicht entscheiden. Gehen wir auf die Schilde? Ja, wir gehen auf die Schilde. Das Tolle ist ja, wenn unsere Missile trifft, macht das denen auch noch Schaden. Boah, das tut so weh, den Leuten da. Das gefällt mir. Einfach vollkommen zerstört. Nice. Rebell-kontrollierten Sektor. Hätte jetzt schon Lust auf so ein bisschen Action. Ja, komm, machen wir mal. Continue. Gehen wir noch hier. Und dann gucken wir gleich mal im Distressed-Icon nach. Ja, kommen wir mal hin. Ah, greetings, it's so good to see you. We have been out of fuel and floating out here for weeks. We are terrified a pirate or those damn rebels would find us first. Could you spare some fuel? Ja, doch, können wir. Good luck. Heavy Laser Mark II, geil! Wie das kann der? One power, charge time 9 seconds. Should be charge 1. Normal damage 2, breach, stun and fire change is low. Das gefällt mir. 9 Sekunden ist echt nicht schlecht. Danke, Leute. Aber wir haben halt nicht genug Energie, aber dafür sorge ich schon noch. 6 Drohnenparts für 24 Scrap. Ja. Gern noch mehr verkauft, aber wir hatten nicht mehr. Also doch, wir hatten mehr, aber nicht passend mehr. Da sind die verdammten Rebellen. A flushed and panicked rebel soldier is teleported aboard. The rebel who appears unarmed repeatedly decorates his peaceful intention. It seems that the rebel life has lost its charm. Ja, von mir aus willkommen an Bord. Geil, wir haben einen Kollegen. Das ist cool. Das ist wirklich cool. So, wen kann man mind controlen? Den kann man mind controlen. Oh, das hat wehgetan, oder? Naja, was auch immer. So, off. Ach, Raketen sind ja drin. Das lohnt sich sogar. Raketen sind nice. Na gut, Leute. Hier repariert mal bitte. Ich wache noch einen Shop ab, um ehrlich zu sein, bevor ich Energie für den Laser upgrade. Außerdem möchte ich noch ein besseres Schild haben. Das sind meine Ideen. Dieses Schiff abzugraden. Ein Doppelschild wäre echt schön. Wir helfen dem Zivilschiff natürlich. Automatisiertes Drohnending. In dem Fall brauchen wir das hier gar nicht. Aber wir hätten auch nichts anderes, wo die Energie reinpumpen können, deswegen ist es egal. Ich überlege gerade, Artemides brauchen wir gar nicht. Können wir den Heavy Laser anmachen. Oh, Sauerstoff kaputt, das ist aber fies. Mach mal die Drohne weg. Danke. Der Hall-Laser bringt nicht viel. So, bringt nicht das, was für eigentlich gedacht ist. Irgendwie ein Heavy-Laser noch, sehe ich gerade. Ich schalte mal der Autofire aus. Warte, bis sich alles aufgeladen hat. Bam! Boom, habt ihr es gehört, Leute? Das ist das Geräusch, wenn Laser wehtut. Wunderbar, so gefällt mir das. Nochmal einmal extra reingeschossen. Weil damit es weh tut. Hallo? Oh, wir kriegen noch mehr Kram von denen. Das gefällt mir. Ja, wir gehen zur Station hin. Das Ding hat nicht mal ein Schild. Wie süß. Wenn wir Glück haben, können wir schießen, bevor das Ding schießt. Das hat ein Ionending. Das relativ schnell auf, wenn ich drüber nachdenke.
Oh, wir haben sogar Feuer ausgelöst. Geht aber direkt aus, weil es eine Dingensmaschine ist. Weil da kein Sauerstoff drin ist. Egal. Ha, wir haben sie bei einem Sprung delayed. Das ist schön. Wir haben mittlerweile richtig viel Kram. Das ist gut. Sehr gut. Oh, schade. Den konnten wir nicht hacken. Oh, sie haben die Mind Control gehackt. Das ist ja blöd. Nicht? Wir haben 27 Raketen? Wow. Beeindruckend. Die sind kaputt. Die sind kaputt. Und das ist kaputt. Habt ihr gesehen? Alle kaputt. Sehr nice. Und dem Dingens getroffen. Die Kamera. Hab ich bemerkt. Und da oben ist ein Store. Das schaffe ich nicht bis dahin. Doch, das schaffe ich. Wird nur sehr knapp. Power up ist der FDL, okay. Wie gehe ich vor? Ich gehe so vor. Eigentlich könnte ich mit Raketen. Was ist das denn? Oh ne, eine Combat Drone. Shit. Das kam unerwartet. Oh, das ist so eine Combat Drone. Ja. Ein Iron Intruder. What the fuck? Frage ist, funktioniert das Ding autonom? Also, wenn ich die. Die Drone Control ausschalte, geht das Ding dann mit kaputt? Das ist die Frage. Das hat, glaube ich, wehgetan. Und die sind gestunt, das ist doof. Helft mal mit, bevor ihr da einen Sauerstoff kümmert. Das Sauerstoffding ist nämlich ganz, das ist okay. Nice, haben wir hinbekriegt. So, und ihr beide geht da rein. Und repariert. Sehr nice, alle zurück zum Posten. Obwohl, geht mal lieber alle hier hin und ihr geht aufs Mad Bay. Ja, ich weiß, ich habe gerade vom Sauerstoff den Strom genommen. Das war vielleicht nicht ganz so schlau. Okay, alle sind voll, bis auf der. Alles klar, weiter kann's gehen. Puh, das ist aber ganz knapp an den Rebellen noch vorbeigeflogen, habt ihr gesehen? So, was hast du denn? Drone Control, Crew Teleporter, Clone Bay. Clone Bay würde ich mir sogar holen. Okay, was hole ich mir? Ich glaube, das Clone Bay hole ich mir im Gegensatz zum Mad Bay. Das gefällt mir sehr gut. Dann hole ich mir noch den Explosive Replicator. Das heißt, wenn wir die Artemetis benutzen, haben wir 50% Chance, dass wir keine Raketen brauchen. Wir haben zwar 28 Raketen, aber ich weiß, dass wenn ich im Endboss bin, ich nicht genug Raketen habe. Man kann nie genug Raketen haben. So, dann repariere ich noch und kaufe ein paar FDLs. Und verkaufen möchte ich erstmal nicht, obwohl ich viel kriege für die Dinger. Nicht viel, okay. Dann kaufen wir uns noch Strom, kaufen uns nochmal. Oh, Waffenstrom können wir uns nicht kaufen. Na gut, aber jetzt müssen wir das Ding auch einschalten, weil das heilt uns, wenn wir springen. Na gut, auf geht's, würde ich sagen. Leute, ich liebe dieses Lied, was gerade läuft. Das ist sehr schön, das ist total entspannt. Okay. Versuchen zu entkommen. Das werde ich nicht zulassen. So.
Nö. Oh, das sieht schon besser aus. Auch wenn es sich nicht wirklich gelohnt hat. Da könnten wir eigentlich noch hin. Da könnten wir noch hin. Ja, fliegen wir noch hin. Ich möchte nämlich genug Schrott haben für ein Doppelschild. Doppelschild ist mir wichtig. Oh, schon wieder ein Drohnen-Ding. Okay, auf dieses Clone Bay, das ist interessant. So, und... So. Und das Schiff hätten wir auch erledigt. So, da ist unser Kram. Wunderbar. So, Energie brauchen wir eigentlich nicht. Geh ich schon auf das Doppelschild. Kostet mir 50 Dinger. Na gut. Damit hätten wir ein Doppelschild. Und rein theoretisch könnten wir uns sogar noch eine Verbesserung der Mind Control leisten. Was ich ziemlich cool finde. Continue. Ich lese das gerade leise vor für mich selbst. Find yourself in the Texim. Okay, das werde ich tun. Wir haben schon wieder so ein Drohnen-Ding. Fuck. Seht ihr, da fliegt es. Da ist das böse Scheißteil. Schon wieder auf den Sauerstoff, wirklich. Ja, ihr greift ein. Ihr seid das elite Eingreif-Trupp-Team Super Laser Power Man. Fuck, wir haben fast nichts getroffen, was sehr enttäuschend ist. So, Autofeuer müssen wir ganz kurz ausschalten. Sterben lassen würde ich den Typen nicht, weil das würde uns Skillpunkte kosten, die ich gerne behalten möchte. Ja, oh, das hat wehgetan. So, da rein und der Hall-Laser geht in den einzig leeren Raum. Oh, sie starten ihren FTL. Nee. Weg mit euch. Haha. Erledigt. So, die beiden reparieren. Allzu gern passen. So, geheilt wird ja automatisch über die Clone Bay. Das finde ich gut. Nächster Sektor. Mantis Homeworld, okay. Hallo Mantis. Zum Distressed Beacon. Ist immer mal gut, da vorbeizugucken. So, meistens sind es Fallen, aber das ist egal. So. Mind controllen wir die. So, jetzt gehe ich mal auf die Artemedes, weil jetzt haben sie Doppelschilde. Was die ganze Sache wieder ändert. Was unser Vorgehen angeht. So, das hat wehgetan. Und das auch. Ne, wir geben aber nicht auf. Ionen? Ja, super, Leute. Hat sich bestimmt gelohnt. Alles klar, weiter geht's. Springen wir nach... Ja, den langen Weg können wir eigentlich nehmen. Springen wir nach hier. Weiter geht's. Das Ding erstattet seinen FTL-Drive, okay. Damit ist das einmal weg. Zweimal weg. Und auf den FTL gehen wir noch. Sehr schön. Ich kann die Artemedes ausschalten, Heavy Laser benutzen. So. Das Schiff ist so gut wie Geschichte. Ja,
Easy. Der Heavy Laser ist echt stark. Ich muss mal so angucke. Finde ich gut. Attacks the ship. Oh cool, gehen wir auf den Typen mit den Schilden. Können sich da oben mal prügeln. Damn, ich glaube, wir haben einen von denen gekillt, das finde ich gut. Schilde sind down, das finde ich noch besser. Da ist ein Loch, das finde ich noch viel besser. So, was gehe ich denn mit den Heavy Laser? Da drauf. Okay, dann gehe ich da drauf. Da gehe ich auch drauf. Der Halle-Laser kann eigentlich unten mal reinschießen. Ist sowieso egal, der nächste Treffer tötet das Schiff, also. Anti-Combat-Drone, die kann ich verkaufen. So, Store habe ich aber, glaube ich, nicht mehr vor mir. Ich warte noch auf den Store, bevor ich mir nochmal Upgrades kaufe. Im Grunde könnte ich mir Energie hier unten noch verkaufen. So, ja, Surrender of the Goods. Oh, die haben nur einen Dings. Eine Laserschutzbarriere. Da muss ich nicht mal Missiles. So hardcore bin ich, Leute. Feuer. Wie, ich habe kein einziges Mal davon getroffen. What the hell? Na gut, noch ein Versuch. Moment mal, wieso habe ich mit den Hull-Laser nicht nach unten geschossen? So, ich habe jetzt extra mit den Hull-Laser unten reingeschossen, weil ich wollte den Schaden zufügen. Der Heavy Laser geht da drauf und der Hull Laser geht da drauf. Und der Heavy Laser geht da drauf. Und wenn das so weitergeht, töte ich die alle und die sterben. Also das Schiff übernehme ich, weil der Typ einfach da drin nicht mehr weiterlebt. The ship refused to fight, but it still detects life signature. Apparently, this was a prisoner transporter. The single survivor offers to join your crew in exchange for their freedom. Nice! Das heißt, wir haben das Schiff bis zum letzten Ding runtergeschossen. Der Typ ist gestorben, der gerade noch aus dem Ding rausgegangen ist, der hier war. Und da war noch einer drin. Reis! Nice, nice! Ja, ich weiß, ich hätte gerade einmal fast Reis gesagt, aber das zählt nicht. Ja, der steht jetzt einfach in der Warteschlange. Obwohl, kann er was Besonderes? Der kann schon reparieren, okay. Alles klar. Reis, nice, nice. You take the return escape loading, okay, machen wir den Pod auf. You send the pod back at the airlock. You're not stupid. Okay. Hab ich jetzt auf den falschen Knopf gedrückt? Ich wollte den Pod eigentlich öffnen. So, den Heavy Laser schalte ich mal wieder aus und das Ding geht wieder an und der wird mind-controlled. Das hat wehgetan. Ich habe beide gekillt, Leute, das ist so hardcore. So, wo geht der hin? Unten. So, mit etwas Glück können wir den Typen sogar killen. Oh, Schatten FTL. Nö. Ha, wir haben den Typ gekillt. Nice, das Schiff hat mir nur ein Ding überlebt. Ach, was ist das denn? Das muss doch jetzt nicht sein. Na gut. Mal ein bisschen in die Luft. Die kann Leben verlieren. Okay, letzte Rakete hätten sie nicht sparen können. Aber trotzdem, ich fand's gut. Springen wir noch hier. Attacks the ship. Wie immer. Eigentlich müsste ich mit der Artemis da reinschießen, weil dann wird nur einer überleben.
Nein, ich mach die Schilde runter. Oh, verdammt! Wir haben unser Waffensystem zerstört. In dem Fall hilfst du. Ja, wir haben ihn trotzdem eingekillt. Nice! Das hat auch schön Schaden gemacht. Das gefällt mir. Na, wieder Rakete rein. Los! Holen wir das sauber, Putzfrau. Moment, damit gehe ich lieber auf die Waffensysteme. Okay, ist schon sowieso Geschichte, das Ding. Nice. Oh, ich habe schon über 300. Das ist Tor, geil. Kam schon irgendwas Schönes, irgendwas Geiles. Cloaking, Medbay, Drone Control, Drone Recovery, Shield Charge Boost, Backup DNA Bank. Die sind beide geil. Und deswegen hole ich beide. Pike Beam can cross... Can cut across entry ships as soon as there's no shield to stop it. Der ist cool. Ich glaube, ich verkaufe den Hillizer. Obwohl, wie lange braucht das Ding zum Aufladen? 16 Sekunden. Das sind 2 Sekunden länger als der hier. Ja, den verkaufe ich. Kaufe ich den Beam. So. Und das Ding kann ich auch noch verkaufen. Alles klar. So, dann brauche ich noch ein bisschen mehr Strom. Jetzt kann ich alles powern. Nice. Jetzt habe ich voll das Überschiff. Jedenfalls ein ganz gutes Schiff. Aber gut, Leute, ich würde sagen, das war's für diesen Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich danke fürs Zuschauen. Ich sage bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wir spielen FTL. Ich danke fürs Zuschauen. Ich sage bis zum nächsten Mal und tschüss.